Unsere AirTag-Jacke hat sich nach 3 Monaten endlich bewegt und ihr werdet nicht glauben, wo sie gerade ist. Kurze Zusammenfassung. Ich habe in diese Jacke einen AirTag eingenäht und diese dann in einen Altkleidercontainer in München geschmissen. Nach kurzer Zeit wurde unser Stück Stoff per Autobahn in den Norden Deutschlands kutschiert, wo es 3 Monate lang in einer Lagerhalle chillte. Auf dem Gelände gab es auch einen Second-Hand-Store und wir haben eigentlich darauf gewartet, bis unsere Jacke dort endlich zum Verkauf angeboten wird. Dazu kam es leider nicht und die Jacke ist ein bisschen weitergereist. Und mit ein bisschen meine ich Johannes Johannesburg, Südafrika. Das sind ja nur schlappe 8300 Kilometer. Wie es ausschaut, befindet sich unser Modepiece tatsächlich in einem Klamottenladen. Bedeutet das, unser Jäckchen könnte dort gekauft werden? Um das herauszufinden, habe ich einen tollkühnen Plan ausgeheckt. Auf der Jobplattform Fiverr gibt es in Johannesburg ein paar Filmer, die dir sowas wie Drohnenvideos oder sogar TikToks produzieren. Ich werde die einfach fragen, ob sie anstatt ihrer eigentlichen Leistung mal kurz in den Klamottenstore steppen könnten, um die Jacke zu suchen und zu filmen. Wenn ich ein Update von vor Ort habe, dann lasse ich es euch wissen.